Oh Gott, ist das kalt. Nee, der ist hässlich, der Schrank. Pause auf der Mauer. Pause auf der Mauer. Haben Sie ein Mikro mit? Ah, toll, warum bin ich so groß? Du so klein. So was? Flugmodus? Ja, also offline, ja. Das zieht hier richtig durch, nur durchs Kleid. Und... Da musst du jetzt durch. Jetzt echt? Hier, ne? Pause auf der Mauer. Mrs. und Mr. Handwerk kommentieren Kommentare. Guten Tag. Guten Tag. Prost. So, hat man lange nicht, ne? War lange nicht mehr, dieses Format. Mhm. Denkst du an dein Mikro? Und dein Kabel, das sitzt ja schon mal richtig. Das hatten wir auch schon mal, ne? Wo ich dich im Atelier besucht habe, dass das Kabel richtig sitzt. Stimmt, wo du mich begrabbelt hast. Sag mal. Das Kabel. Prost, wir müssen mal einen Kaffee, weil wir haben schon gearbeitet und brauchen jetzt eine Kaffeepause. Genau, und wir wollen die kurze Zeit mal nutzen, mit euch gemeinsam so ein paar Kommentare durchzugehen. Boah, heiß. Ich habe, hast du gemacht, ne? Oh, heiß. Hast du auch, ist das der richtige? Hm. Das ist meiner, ne? Ich habe mir zu viel Zucker reingemacht, voll Zuckerschock. Bitter. Boah, ich habe Zuckerschock. Der schmeckt voll bitter, ne? Nein. Ist gut? Nee, das ist noch reingemacht. Ich probier mal. Ja, ist bitter. Hast du anderen Kaffee? Nee. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht oder ein paar Kommentare. Das war doch die Maschine, du Depp. Ja, das schmeckt eklig. Ja, kann ich nicht, kein Zucker drin bei dir. Bei mir ist einer zu viel. Willst du mal meinen probieren? Soll ich dir einen Zucker holen? Ja. Wir machen kurz Pause. Ich mache hier schon mal ein paar Süßigkeiten auf. Soll ich noch eine Milch bei dir reinmachen? Danke. Die erste Frage, pass auf deine Brille. Ich hatte letztens ein Video veröffentlicht gehabt im 5-Minuten-Update. Und zwar wollte ich von den Zuschauern wissen, was das hier ist. Und ich möchte mal von dir wissen. Also ich wusste es auch selber nicht genau, die Funktion. Ich wusste schon die Funktion, aber ich wusste nicht ganz genau, für was man das nutzt. Was ist das? Also du kannst hier irgendwas einspannen. Ja. Das sieht aus, als wenn du so eine Nut machen kannst, irgendwie nur durch Drücken. Mhm. Wenn du hier... Ich gebe dir einen kleinen Tipp, damit kannst du was aufsprengen. Ja. Aber was? Schwer, 15 ne? bis 22 Millimeter, also naja, so ja. Rundhölzer. Nein. Aufsprengen? Könnte man machen, ja, wahrscheinlich. Du kannst damit Mutterköpfe aufsprengen. Muttersprenger. Das ist aber wirklich schwer, weil das ist hier scharf tatsächlich. Ein Muttersprenger. Cooler Name, ne? Der ist ein Muttersprenger? Mhm. Haben die Zuschauer gesagt. Sprengt der nicht. Sag mal. Das wollte ich hören. Ansetzen. Nee, okay, aber nee, sowas Muttersprenger. Hab ich noch nie gesehen. Das heißt, durch diese Schneide sprengst du die Mutter quasi ja, klar. auf. Mhm. Ne? Und dann kannst du die Mutter lösen. Und funktioniert das gut? Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ach, wenn sich das mal festgefangen hat. Richtig. Dann machst du das so rauf und dann. Ah, aber stimmt, die, wenn sich das so. Die meisten Leute haben das richtig beantwortet. Ne? Ja, die ja. Wenn Handwerker kennen sich damit auch aus wahrscheinlich oder haben es auch wahrscheinlich schon angewendet. Ne? Als ihre Mutter zu sprengen, ja. Mm-mm. Aber ich habe es nicht gewusst. Also ich habe es zwar gewusst, ich habe die Bedeutung irgendwie, beziehungsweise ich wusste es nicht ganz genau, wie man das anwendet. Ne? Mm-hmm. Ich habe erst gedacht, dass man die Mutter packt und dass du dann die Pack eine Kerbe reindrückst und dass du die dann leichter öffnen kannst mit dem Schlüssel. Ne? Mm-hmm. Dass du die so reinsetzt und dann so guck. Aber die ist da wirklich dazu da, das aufzusprengen. Kennt ihr Happy Hippo von früher? Geil, ne? Happy Hippo. Die Creme ist ein bisschen ähnlich. Boah, richtig lecker. Aber die Außenkonsistenz ist gut, ne? Meine Schwester Jette, die würde die jetzt direkt nachkaufen. Weil wir haben Happy Hippo geliebt früher. So, jetzt lass mal anfangen zu arbeiten. Also, ich bin doch schon dabei. Ach, ja. Werbung machen für Kinder Happy Hippo. So, pass auf. Und zwar, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich habe einen Kommentar rausgesucht. Das ist, die Kommentare sind so ein bisschen älter. Und,
Das sind auch keine Fragen, das sind einfach so Kommentare, wo ich mir gedacht habe, die nimmst du mal, suchst du mal raus und die beantworten wir mal oder geben unser Senf dazu. Finde ich eigentlich immer ganz interessant und dann kommt immer das ein oder andere Thema zum okay. Hervorschein. Weißt du? Kannst du das vorlesen? Dann bräuchte ich nicht so blind wie so eine Eule auf mein Handy gelockt. Oh. Dann muss ich wieder meine Brille aufsetzen. Aber wir wollen alle sehen, dass du deine Brille aufsetzt, weil das sieht so schön aus. Das sieht nicht schön aus. Doch, sieht das schön aus? Oh ja. Sag mal. Oh, sag mal. Oh, Mister, du hast schon Falten gekriegt. Ja, wo der herkommt. Jetzt sehe ich dich erstmal richtig. Ach, danke. Also, Spaß. Die erste Frage lese ich mal vor. Okay. Von L. Ron Hubart. Habe ich das richtig ausgesprochen? Warte mal, bei der ersten Frage bist du... Nee, die erste nicht, die zweite. Die erste ist die letzte, das hatten wir ja vorhin besprochen. Die erste ist L. Genau. Frauen stehen auf Männer, die... Erstens handwerken und zweitens kochen können, Ausrufezeichen. Oh ja. Das wollte ich von dir wissen. Ja. Ist das wirklich so? Ja, wie geil. Das vereint ja einfach alles, was wir sexy finden. Also einmal dieses handwerklich Begabte, dass ein Mann erschafft und uns ein Nest bauen kann. Und mit den Händen, also Frauen lieben, glaube ich, sowieso Männerhände, weil, ja... Egal, aber... Ja, wieso? Erzähl. Wir können ja also sehen. Warum ja, ich glaube, man mag Hände und Unterarme, weil das immer so ein Zeichen von Kraft, was sie damit anfassen oder tun oder vielleicht die Frau anfassen zu tun hat. Also ich weiß nicht, aber ich kenne viele Frauen, denen das auch so geht wie mir. Und handwerklich begabt ist, glaube ich, einfach aus der Evolution heraus, dass du siehst, dass ein Mann dir was bauen oder erschaffen kann. Ich glaube, das ist unbewusst in uns drinne, so rein wie evolutionsmäßig, glaube ich. Wie wir bei der Frau, die Oberweite und den Popo. Ja, so was euch so anzieht, genau, was irgendwie nach sagen, Fruchtbarkeit genau, aussieht. Ja. Und, dass wir euch ein Häuschen bauen können oder ein Nestchen. Und ihr uns das Nest baut, ja. Okay. Ich glaube, also handwerklich. Und kochen ist doch eigentlich. Und kochen ist dieser Versorgermodus, ne? Dass du uns, also dass man, nicht du, dass ein Mann. Mir und meinen Kindern, also das ist ja eher nicht so gängig, machen aber viele, also ich kenne tatsächlich viele männliche Freunde, die kochen können und sich auch dafür begeistern. Das fing eigentlich an mit dem Grillen und dann wurde das immer weiter ausgebaut. Und es gibt auch eigentlich so richtig berühmte, viele Köche sind alle männlich, wenn ich mal so überlege. Und ich glaube, das hat was mit Feuer und machen und dieses Fleisch und das vorher so eher jagen. Ich glaube, dass es deswegen irgendwie einen Zusammenhang hat. Okay. Kann das vielleicht sein? Und ich glaube, Frauen nicht, finden das sexy, wenn die Männer doch sich auf eine Ebene begeben, die eigentlich einer Hausfrau entspricht, aber sich dann doch so männlich dahinstellen und uns versorgen. Also ich kann es mir nur so erklären. Ich würde sagen, die Frage ist beantwortet. Ja. Wieder das Kommentar. Gut. Socke Leipzig. Hm? Oh, cooler Name, ne? Hat die schöne Steffi auch einen YouTube-Kanal oder leider nur auf Instagram? Das ist die zweite Frage? Das ist eine zweite Frage, ja. Können wir ganz klar beantworten? Ich habe keinen YouTube-Kanal. Ich habe da schon Abonnenten drauf, aber das ist... 30, ne? 30 oder so. Nein, ich habe keinen YouTube-Kanal. Nee. Der ist einfach nur mein Account, glaube ich. Mhm. Ja. Aber auf Instagram ist sie ganz stark aktiv. Und auf Instagram. Was heißt stark Facebook aktiv? Auch. Kommentieren tust du viel, ne? Posten Beiträge sehr selten jetzt, ne? Auf Facebook eher weniger, aber da kommen natürlich die Beiträge, die ich auf Instagram mache. Genau, also eher Instagram aktiv, ne? Und auf YouTube natürlich hier auch bei mir zu sehen. Mhm. Und Instagram-Account oder beziehungsweise die beiden von uns werden wir unten mal verlinken, aber wahrscheinlich kennt ihr das alle schon. Ne? Mhm. Willst du die nächste Frage vorlesen? Das heißt Frage, das Kommentar fand ich ganz, ganz lustig. Du in Werkbankbohrer, genau. Du in Werkbankbohrer, Punkt, Punkt, Punkt. Du in Werkbankbohrer, du? Hm. Was ist denn das für ein Zusammenhang? Ich hatte, du in Werkbankbohrer, ja, ich hatte ein Video gedreht gehabt und dann hatte ich... Ach, ich bin in Werkbankbohrer oder so. Ich habe in die Werkbank gebohrt. Ach so. Und jetzt wollte ich mal von dir wissen... Ach so, du in Werkbankbohrer, genau. Du. Für dich, wenn du eine Werkbank hast... Ja. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Leute, die...
ich weiß es nicht, wie beim Auto, die waschen ihr Auto einmal die Woche und machen alles gründlich, penibel und keine Fingerabdrücke. Also dazu gehöre ich nicht. Ich wasche mein Auto einmal im Monat, ne? Weißt du, ja, aber du sagst trotzdem, das ist immer total picobello sauber. Ja. Und es gibt auch solche Leute in der Werkstatt. Und in dem Video sieht das ja auch so aus, dass meine Werkstatt wirklich so picobello sauber ist. Mhm. Ist es aber nicht. Nee. Du kannst dich da nicht auf den Boden legen und dran suhlen, ne? Nee. Und da hat letztens jemand das geschrieben, du ein Werkbankbohrer, weil ich in der Werkbank gebohrt habe. Ja. Finde ich jetzt nicht schlimm, es ist eine Werkbank. Ich mag es, wenn die benutzt ist. Wenn die ist ja dafür da, ne? Genau. Wie, siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Die ist dafür gemacht und dafür da. Und ich meine, beim, ja, wie sagt man, beim Hobel fallen Späne. Und wenn man bohrt, dann kann eben auch mal passieren, dass man da reinbohrt. Das denke ich also, auch. Also dafür ist sie ja da. Wenn man jetzt in den guten Holztisch von zu Hause plötzlich reinbaut, ja, das ist natürlich Käse. Aber eine Werkbank ist dafür ja gemacht. Ich habe das aber früher auch gemacht, zu Hause. Als kleiner Junge. Ja, das habe hab ich auch immer. Aber wie? Ja. Ich habe als kleiner Junge, als 12-Jähriger. Also bis ich in das Atelier bin, habe ich auch alles zu Hause gemacht. Und da muss man natürlich aufpassen, dass das alles nicht so in Mitleidenschaft gerät. Aber ja, ich glaube, ich bin eine recht ordentliche Arbeiterin. Mhm. Also ich kann da gut aufpassen. Nein, ja. Hm. Du in Werkbankbohrer, du. Oh, ja. Heiko. Heiko gibt's auch noch. Mhm. Heiko hat mir übrigens letztens Bilder zukommen lassen von Dekofuchs. Haben wir noch diese Kooperation abgedreht gehabt, mit dieser Wandgestaltung. Ja. Und hat er nachgemacht? Das Bild habe ich nicht bekommen, aber ich habe von dem Paket, was er bekommen hat, von Dekofuchs plus seinen Hund. Hat mir Fotos geschickt. Okay. Muss ich mal raussuchen. Kann ich dir mal, oder ich blende die mal jetzt hier ein. War ganz ein schönes Foto. Seinen ganz Hund kennen wir ja, glaube ich, ne? Aber wir kennen nicht Heiko, ne? Wir wissen nicht, wie Heiko aussieht. Nö. Wollen wir auch nicht wissen. Na, Quatsch. Nö, also, nee, das hat damit nichts zu tun, sondern das ist ja, also, naja, wobei manchmal ist es irgendwie privater dann oder man kann sich besser vorstellen, mit wem man da so schreibt, aber... Ach, schreibst du mit Heiko? Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Sag mal. Ja, guck mal, da ist doch sein Hund zu sehen. Das meinte ich. Da. Mhm. Ja? Ja. Lest du die nächste Frage vor von Michael? Wolltest du nicht Heiko vorlesen? Haben wir schon gemacht. Nee. Doch. Nein. Wir haben eben nur von Heiko gesprochen. Ach so. Sommer. Interessantes Video, aber ohne Steffi ist es halt nicht komplett. Welches Video war das? Das war ja vor 2 Tagen erst. Ja, das war das 5-Minuten-Update, glaube ich. Mit oder? Dem Knarrenkasten? Mit David? Nee, nee, das war davor noch irgendwie. Auf jeden Fall warst du nicht dabei. Oh, süß. Und das lese ich, ja, das lese ich aber öfter. Oh, Heiko. Nein, nicht von Heiko, sondern von mehreren Abonnenten. Dass die sich ab und zu mal die Steffi herbei wünschen. Naja, wir drehen ja auch ab und zu Videos und Projekte. Und es ist halt dein Kanal und dein, mein Werk, ne? Dein Werk, deine Arbeit. Du bist halt ein Beiwerk. Ich mache es. Das hört sich auch so richtig beschissen an, ne? So ein nettes Beiwerk. Ja, ne? Nicht, dass die Zuschauer... Nein, das hast du schon mal bemängelt und da merkt man aber gar nichts. Ach so. Ja, ist da. Genauso wenig wie das Mikro die Hintergrundgeräusche aufnimmt. Ja, Tonstudio. Tontechnikerin. Das fokussiert sich ja hier. Aber ich weiß nicht, wie es mit dem Wind ist. Habe ich auch gerade gedacht. Ja? Wir haben nämlich diesen Puschel auch nicht dran, ne? Nee, nee, diesen Puschel, den du magst, ne? Also, Video, also wie gesagt, ich bin immer mal in Projekten mit dabei. Kein Beiwerk, würde ich sagen, sondern... Hauptwerk? Nein, halt einfach, ja, eine Kollegin. Eine Kollegin, Teamkollegin, genau. Ja. Ja, und das wird natürlich auch immer mal wieder so sein. Aber weil Steffi immer sagt, immer nein, das natürlich nicht. Die Leute wollen mich nicht sehen und bla bla bla. Also doch, ich denke schon, du bist halt sehr beliebt. Ja, weil es ist deins, ne? Ja so. Klar, das ist ja logisch und es wird auch nicht in jedem Video eine Steffi vorkommen. Aber eben, du bist und ich halt glaube, gerne es ist auch umso netter, wenn man nicht immer gesehen ist, weil es kann ja auch zu viel werden. Aber das möchte ich natürlich auch. Sie agiert auch ganz oft im Hintergrund, ne? Dass ihr das gar nicht seht. Das ist stimmt. Auch ganz oft, dass sie bei mir ist und mich hinterm Video krault, damit ich entspannt da. Der Spindel, das hätte er ja gerne. Ja. Du bist so doof. Wenn ich den Drehschluss habe, dann... Du hier für Wünsche. Mister, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Hier, Kaffee kriege ich ja schon. Geh nach Hause, lass dich kraulen. Mhm. Nächste Frage. Mhm. Ja? Da guckt er mich an, erschrocken. Der Mister. Was soll ich denn dazu sagen? So, von Michael Böttger. Gegenfrage. Wie oft hast du dich nicht beschwert, als du geschlagen wurdest?
Also ihr wisst ja auch immer, er blendet das immer so geschickt ein, ja? Und schneidet das schön. Warte mal, Schnitt. Oh Gott, warum? Stellungswechsel. Und jetzt beantworten wir mal die Frage mit den Schlagen, ne? Was wolltest du erzählen? Du hast das. Ach, das war eine Gegenfrage. Ach so, und da wollte ich sagen. Sag mal, bist du. Oh, sag mal. Nein! Aua! Die Hand. Pass auf. Ja, Gute Teil hinkommt. Hab ich doch. Ah. Warum hast du das gemacht? Du bist doof! Wieso schlägst du mich denn jetzt? Du mich auslachst! Ich werd immer schlimmer hier. Du lachst mich aus! Du hast mir ja was mitgebracht, ja? Kaffee und Marmelade. Mach ich doch immer noch! Marmelade und heute schlägt sie mich. Sag mal! Geht's Ihnen gut? Was? Bei den Ihr wisst ja gar nicht, was der denn für freche Sprüche schiebt, ne? Und mich irgendwie piesackt oder ärgert. Und dann bleibt ihm. Der tut immer so unschuldig, ne? Und dann sagt er irgendwas wie: Nimm mal deinen dicken Hintern nach Hause, Ecke. Oder ich schwing dich mal darüber. Und dann mache ich immer ganz schnell Riesen. Und ja, aber doch nicht mit deiner Spitze, weil die macht immer so und dann schlägt sie. Ja, Muskeln, weißt du, wie das tut? Und dann kommt noch hinzu, dass der so eine Mimi ist, ne? Also, das ist so ganz sensibel. Du könntest jetzt auch so machen und er wird sagen, aua! Das stimmt doch gar nicht hier. Oh, ja, wie beleidigt er ist. Ich überlege gerade, was ich sagen kann, aber... Nein, das war ein Spaß. Schauen ja Kinder zu, ne? Na? Gegenfrage, aber wie oft hast du dich nicht beschwert, wenn du geschlagen wurdest? Ja, beschwert natürlich immer. Ich beschwöre mich gar nicht, ich finde das schön. Ich wollte gerade sagen, tut er sich, als wenn er au, au, und dann sagt er hinten, mach nochmal. Ich glaube, er steht da drauf. Nein, das mache ich nur für euch. Ja. Ich stehe da nicht drauf. Naja, aber Spaß. Es ist ja, das war was nur ich liebe, das, ne? Nee. Aber wir lieben uns ja gar nicht. Was sich neckt, das liebt sich, sagt ja, man so. Sagt man so. Aber früher, das habe ich ganz oft gehört. Ich habe auch tatsächlich auch nicht öfter mal so Kumpels und Freunde gehabt und so. Und da habe ich das auch schon immer gesagt bekommen, dieses, was sich neckt, das liebt sich. Und da habe ich immer gedacht, was für ein blöder Spruch, weil das war gar nicht so. Hast du gekotzt, aber die, ne? Liebe ich, ne? Die Füße, alles, gib mal her. Nein, nein, nicht mich füttern. Mach mal Mund auf, mach. Nochmal. Mach ganz. Oh, hast du einen großen Mund. Komm her, einfach ab. Das ist so doof, ne? Man hat einen großen Mund. Ja. Da passen, sogar zwei rein. Da kriegst du eine ganze Handvoll rein. Oh. Bitter. Und lecker. Und kleben, voll gesund. Und kleben die so. Es ist so eine Schutzschicht, glaube ich, gegen Insekten. Aber sind da eigentlich noch diese Blätter drumherum? Ja, die sind geschält. Okay, haben wir die Frage mit dem Schlagen auch beantwortet? Eigentlich mag das. Ich stehe drauf. Hm. So, Jan-Hendrik Reilmann, willst du die vorlesen? Oh, die Sonne blendet. Was, wo? Jan-Hendrik Reilmann. Ein Herz und eine Seele. Ach da, ein Herz und eine Seele. Ich feiere es mega, wenn ihr euch gegenseitig veräppelt. Lachsmiley, tausendmal besser als so manches TV-Programm. Das finde ich toll, das Kommentar. Also das ist immer persönlich, wenn ich sowas lese, erfreut mich das wirklich. Mhm. Weil wie wir so vor der Kamera sind, das ist ja nicht gestellt, das sind wir wirklich. Ne? Mhm. Und deswegen ist das wirklich ein schönes Kommentar, deswegen habe ich es auch rausgesucht. Ja. Ein Herz und eine Seele. Oh Gott, Entschuldigung. Ein Herz und eine Seele. Und du das sind wir auch wirklich. Ne? Also wir verstehen uns seelistechnisch, sind wir auf eine Ebene. Das Wort gibt es nicht, oh Gott. Na klar. Nein, seelistechnisch. Du Eumel. Warum gibt es das Wort nicht? Seelistechnisch. Seelistechnisch. Technisch gesehen auf eine seelische Basis. Du hast mal... Kaffee ist kalt. Dann erfinden wir was Neues. Auf jeden Fall. Du hast mal am Anfang gesagt, nee, das heißt einfach, wir sind auf einer Welle. Ja.
Hast man am Anfang gesagt, kommst du mir vor wie meine kleine Schwester, als ob man aus einem Ei ist, hast du mal gesagt. Ja, aber obwohl du ja meine größere Schwester sein müsstest, ne? Ja. Du bist ja, ja älter. Ich bin deine ältere Schwester. Obwohl sie jung ist. Daher kommt der Schlag, dass du auf mich hörst, als du mein kleiner Bruder bist. Ältere Schwester kann ich was lernen. Nein, wir verstehen uns sehr gut, das stimmt. Und das ist natürlich ja, Zufall, ne? Dass wir uns ja so über Instagram irgendwie gefunden, dass auch gleich so gepasst hat vom. Also es war, ich muss sagen, ich hätte dich, wir hätten, oder du wärst auch niemals hier, also ich hätte dich auch niemals eingeladen, ne, wenn ich nicht gemerkt habe, dass das passt. Und ich achte halt auch darauf, dass das wirklich dann für einen langfristigen Zeitraum ist, ne, wenn ich jemanden einlade oder der mal hier mitspielt. Und bei dir war ich mir ziemlich sicher. Und du hast, also sie war wirklich die erste Frau, die so ein starkes Interesse gezeigt hat. Also bauen. Ne? Nein, also meine ich das doch nicht. Nein, nein, alleine dieses Bauen. Du hast mir Möbel gezeigt, du willst das bauen. So Ehrgeiz und Leidenschaft. Naja, und dann hast du auf meinem Account gesehen, das mit dem Atelier und den Möbeln. Und dann dachte ich so, ey, das passt. Ne? Wir können wirklich mal was zusammen machen. Und jetzt hat sich das einfach so entwickelt. Und du bist auch wirklich die erste Frau, muss ich sagen. Also ein Kompliment an dich jetzt. Die erste Frau, die ich auf dem Kanal jetzt, also du bist ja nicht meine Frau, aber die erste, jetzt haben wir schon die Frage verraten. Ups, kommt nachher noch. Aber du bist halt nicht meine Frau, aber du bist Mrs. Handwerk, würde ich sagen. Mm, ne? Okay. Du bist Mrs. Handwerk und du passt hier ganz gut rein und diesen Titel hast du dir wirklich verdient. Mm. Ne? Also, ich habe bis jetzt noch keine Frau bekommen, aber du hast den oder Christian. So viele waren ja nun auch noch nicht hier. Ja, das ist hier mein Turnier. Aber ich schon 20 Frauen waren und alle so gut. Aber ich sag, ich kann auch ganz offen sagen zu den Zuschauern, wenn du immer mal nicht dabei sein solltest oder weg bist, weil du mich zu doll geschlagen hast und ich bin im Krankenhaus. Nee, weil du, wenn du einfach nicht mehr da bist, weil du noch schwanger wirst oder viele sagen ja immer hier, ne? Nein, nein, das ist nicht Kleid. Schwanger, das ist einfach das Kleid. Naja, oh, fünfte Monat, okay. Aber bisschen Corona-Speck. Corona-Speck. Bald kommt die Corona-Steuer. Nee, auf jeden Fall. Ja, was ich sagen wollte, wenn es dich nicht mehr gibt oder du hier nicht mal keinen Bock drauf hast, dann wird es auch, glaube ich, keine Frau mehr geben, die hier mit agieren wird. Man kann niemals nie sagen, aber ich bin mich ziemlich sicher, weil ich möchte jetzt nicht 10 Jahre YouTube zurückblicken und hatte dann 10 verschiedene Frauen hier. Ne? Mhm. Weil so bin ich eigentlich nicht vom Typ. Und naja, ich finde es immer schön, ne, dass jemand mitspielen kann. Oh, jetzt haben wir endlich mal. Oh, kann ich dich. Sonne weg. Ich finde es mal schön, dass eine Frau mal mitspielt und agiert. Das ist, müsst ihr auch mal machen, ne? Eure Frau in die Werkstatt holen. Macht Spaß. Aber ich möchte dann, also nee, das ist zu viel, weil ich mag das dann nicht, ne? Ja, das ist, wird dann auch irgendwann unauthentisch und das ist dann so. Ich möchte, dass die Leute, die gewöhnen sich an. Eine wie keine quasi und du machst ja deinen Kanal auch alleine gut, ne? Ja. Also das ist ja. Ne? Du aber wenn du schön artig bleibst, dann kann ich ja auch weiterhin kommen. Danke. Danke. Muss ich jetzt irgendwas machen? Nein. Gut. Aber wir sind ganz schön dunkel, ne? So, nächste Frage. Genau, das total tolles Kommentar, habe ich mich mega drüber gefreut, ne? Ja, über sowas. Und besser, was stand da besser als TV? Ja, so, weil wegen dem Veräppeln hat der ja eigentlich geschrieben. Ne? Ja, aber wir sind ja so. Ja, ne? Weil wir haben eine lustige Ebene. Wir nehmen uns auch selber nicht so ernst einfach. Ne? Nee, nee. Können auch über unsere Fehler lachen oder über Sprachfehler. Bin ich jetzt dunkel oder hell? Du bist ganz normal. Ja? Ja, oder die weiße Wand blendet dich so ab, dass du dann dunkel wirkst. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn wir jetzt so dunkel sind. So, nächste Frage. Thorsten Woodwork Eisenbär. Woodwork heißt das. Eisenbeiß. Ja, Woodwork. Ein tolles Video-Work. Boah, ey. Das ist Englisch. Lies, wenn die Kamera jetzt ausfällt, ne? Über Knie und Batsch. Sag mal. Nein. Piepst wohl. Ich muss dich noch erzählen. Du hast da was. Ein Viech, ne? Ja, komm her. Ah, das hat mich eben schon gekrabbelt. Warte, ich hol's dir. Oh, weißt du noch die Szene mit den Läusen? Wo ist es? Mit den Läusen? Nee, Sackflöhe, was oh, war das? Oh, das ist bei dem auch schon reingeflogen. Nein! Doch! Nein, wirklich? Oh, Zieh dich aus. Jetzt, wirklich? Nein. Schnitt! Jetzt sag mal. Nein. Oh. Soll ich nachgucken? Nein! Ein tolles Video. Deine Steffi ist doch echt süß. Die kannst du echt heiraten. Hier passt echt gut zusammen. Ja, ein schönes Kommentar. Haben wir irgendwann schon beantwortet, oder? Ja, haben wir schon beantwortet, ne? Genau, nehmen wir das nächste Mal. Mhm.
Willst du nicht mal vorlesen? Du bist doch meine Mrs. Handwerk hier. Wie soll ich jetzt hier deine Sekretärin spielen? Mhm. Mich blendet aber die Sonne hier so. Oh. Oh Gott, das passt aber jetzt richtig. Also, ja. Das war bei diesem Vlog, der geht 60 Minuten lang. Auf dem Zweitkanal werde ich euch mal hier oben verlinken. Wenn ich einfach die Holzkiste eingebe, dann findet ihr das. Jo, F. Hashtag 8, da haben wir, glaube ich, eine Frage gestellt gehabt. Aha. Alter Falter, auch wenn ihr nichts miteinander habt, fummelt und toucht du viel an Steffi rum. Das Knie, das Brustmikro, der Hals, ich weiß, findest wann das war. Schon anziehend, oder? Schade, dass es keine Roomtour im Atelier gab. Genau. Genau, wo wir im Atelier saßen und diesen Vlog gemacht haben. Und wo kann es auch sein, dass das Y-Foot dabei war? Hm. Du alter Toucher! Sie hat ein Loch da gehabt. Da, guck mal hier. Ah, was das war die. Ja, mal her, guck mal, was ist daran so schlimm, wenn ich jetzt so mache? Ist das sexuelle Belästigung? Ja, okay, nee. Wenn wir uns nicht kennen würden, dann wäre es sexuelle Belästigung. Ja, aber wir kennen uns ja. Wir arbeiten hier so viel zusammen, das ist. Ganz schön. Das ist so ein Schatten, ey, echt. Es passiert einfach mal so zwischendurch. Oh. Ja, genau. Hast du so einen Knall oder sowas? Stimmt, da war die Jeans mit diesem Schlitz, ne? Und da hast du, was ist das denn hier noch gemacht? Und dann hast du nur, du hast mich ja gar nicht betatscht. Dann hast du mal einmal, weil hier das Mikro nicht war. Es gab mal ein Video, da habe ich aus Versehen deine Brüste berührt. Dann habe ich, hat jemand gesagt, Tittentatscher oder sowas. Da habe ich so, wollte was holen, ich will es nicht nachmachen. Und dann bin ich dagegen gekommen. Oh mein aber Gott. Aber habe ich nicht gemerkt. Also, jetzt echt? Das habe ich nicht mal gemerkt. Ja. Es ist, ja, mein Gott, wir sind erwachsen. Also, aber was war jetzt die Frage? Achso, dass ich die befummel alles. Und ich habe das Kommentar ausgesucht. Ja, okay, das ist ja offensichtlich gewesen. Ich habe sie aber nicht, um sie anzumachen, ne? Weil dann kann ich dich jetzt auch so machen. Willst du mich küssen? Nee. Ja, siehst du? So. Aber ich fand es schade, dass es keine Roomtour im Atelier gab. Deswegen habe ich das Kommentar rausgesucht. So. Mhm. Und das haben wir damals nicht gemacht, ne? Wollten wir eigentlich. Wollten wir mal. Stimmt. Vom ganzen Tapetenwerk vielleicht mal, ne? Nee, wir mal ich glaube, das ist nicht so einfach, weil da sehr, sehr viele Künstler agieren, ne? Künstler und Firmen und auch Anwälte und Architekten. Also das ist auf keinen Fall, glaube ich, möglich. Da müssen wir uns auch von den Besitzern erstmal eine Erlaubnis für so das Ganze und dann mit den Videorechten und so. Ich glaube, das ist eher schwierig. Eine Roomtour wäre, glaube ich, gegangen. Aber ich weiß, warum wir das nicht mehr gemacht hatten, weil der Vlog einfach auch so lange war und wir auch irgendwie dann gar keine Zeit mehr hatten. Und wir haben auch noch ein anderes Video auch noch abgedreht, ja, ja. Mit den Plattenwerkstoffen, glaube ich. Ja, ja, deswegen. Ne? Ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, das Atelier. Und so viel mehr war da auch gar nicht tatsächlich. Also ihr habt schon ziemlich viel da gesehen. Es ist ein großer Raum, ne? Ist ein großer Raum, genau. Da hätte man noch die Kaffeeecke und meine Möbel zeigen können. Und unsere Abstellkammer, wo wir irgendwelche begonnenen Werke stehen haben. Aber mehr ist da gar nicht eigentlich. Gut, die schönen Industrieschränke vielleicht noch, wo unsere ganzen Materialien drin lagern, aber das war es dann auch. Es war nicht so interessant, dass wir das zeigen hätte können. Ja, ne? Genau. Naja, aber gut, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, jawohl, wir fahren hin und machen eine Roomtour. Aber ja, ich finde es jetzt nicht so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen möchtet. Macht kurz Pause und dann gucken, wie viel dann kommen. Ne? Hashtag Atelier, Tour, Steffi oder irgendwas. Und dann, vielleicht, wenn da jetzt viele Leute zusammenkommen, vielleicht machen wir das dann mal. Aber ich glaube, ja. Es ist recht uninteressant, ne? Ja. So. Thorsten Meyer. Was war da denn los? Als Mr. Hettich und Mrs. Handwerker aus der Kühlkammer kamen, muss man sich natürlich gesprochen wie Samson von Dings hier. Samson denken. Spielhaus. Was ist der das Samson denn? Vom Spielhaus? Samson, ja. Ja, glaube ich. Was heißt denn das? Kenne ich ja, gar nicht. Ja, der spricht halt anders. Ja, aber Mr. Hettich ist ja der Pascal Dings gewesen. Pascal, ne? Was wir im Kühlhaus getrieben haben. Ja, wie getrieben? Ja, das ist ja die Frage. So. Was ist da denn hat er passiert? Geschrieben, getrieben? Naja, aber kam. Sag mal, was interpretierst du da wieder rein? Das ist doch Carmen, da ganz groß, Carmen. Ja, was hat denn, wie ist denn die Frage gewesen? Ja, lies mal vor. Was war denn da los? Was war denn da los, als Mr. Hettich und blablabla aus der Kühlkammer kamen? Ja, was soll da los gewesen sein? Wir haben uns die Kühlkammer angeguckt und haben ein Hettich-Video gedreht. Und das war natürlich gestellt, ne? Genau, haben uns beömmelt halt, ne, wann wir raus durften. Und ach so, was da noch los war, ist, dass wir immer von innen
nicht die Tür aufgekriegt haben, tatsächlich. Ne? Das, ich glaube, vielleicht meint er das, weil wir so, Pascal und ich auch teilweise so ein bisschen so irritiert aussahen. Und dann kommt noch hinzu, es war, wann haben wir das denn gedreht gehabt? Es war richtig warm in den Produktionshallen. Ich wollte gerade sagen, das war noch nicht Sommer. Wir haben ja gefroren draußen. Und wir mussten aber dicke, fette Wintermäntel anziehen. Und in der Kühlkammer war es aber plus 20 Grad. Die sollten die eigentlich anmachen, die Kühlkammer. Aber das haben wir für die Kurzaufnahme dann doch nicht gemacht. Und das sollte ja aber echt wirken. Und Pascal und ich haben uns diese fetten Frostjacken angezogen. Sind dann wirklich rausgekommen. So, oh. Aber da ist nichts gelaufen. Oder doch? Nee. Ja, ganz viel. Oh. Nein. Samuel Belschner. Belschner? Ja. Belschner. Und Steffi, Punkt, Punkt, Punkt. Sind dir die Pfosten immer noch zu dick? Hochbett? Das war eine lange, lange Diskussion. Ne? Ich glaube, das andere wäre auch okay gewesen. Aber sie sind mir nicht zu dick. Und es war ja auch tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, ob wir die halbieren oder ganz lassen. Soll ich den Strickjacke holen? Nee, ist okay. Und du warst ja gleich dafür, dass man die ganz lässt. Und so insgesamt haben wir ja auch den Rest dann auch dazu so gestaltet, dass es nicht so überhand nimmt, die Pfosten. Also wir haben die ja nicht so schmal, das Gitter nicht so schmal gemacht. Also, und so. Es passt wollen wir alles mal sagen, zusammen. Das, was ich in der Statik im Kopf hatte, das war schon das war der richtige Weg, ne? Ja. Musst du mir auf die Schulter klopfen. Ja. Oh ja, sehr schön. Oh, das Aua! Sag mal! Kleine Troller. So, weiter geht's. Nächste Frage. Oh. Robert Braun. Eure Outtakes sind der Hammer. Gerne mehr davon. Achso, das war im letzten 5-Minuten-Update, oder wo wir Balkonfrage gestartet haben. Okay. Also, es ist ein Outtake. Ich hatte den Zuschauern gefragt gehabt, ob die noch ein Outtake-Video haben möchten. Mhm. Bin ich dann dran. Wir haben gar keins mehr. Doch, wir haben noch ein paar Aufnahmen. Ne? Ja, ganz viele. Oh. Private, nein. Und, mit dem Balkon. Ein Mini-Teich wäre toll. Wasser wirkt immer beruhigend. Mach weiter so. Lieben Gruß, Robert. Balkon. Terrassenprojekt. Ja, ein Wasserspiel da, ja. Es kann sein, also wir wissen noch nicht ganz. Hat sich noch nicht geklärt. Ja, es kann sein, dass dieses Jahr noch was rauskommt. Terrassengestaltung, Balkongestaltung. Vielleicht, dass wir das ein oder andere Thema aufgreifen, wie man Terrassendielen bearbeitet. Vielleicht, wie man eine Sitzecke baut. Vielleicht auch einen Gartenbrunnen. Das müssen wir mal gucken. Es spielen ja mehrere Faktoren gerade mit, ne? Oder ein. Mhm. Und deswegen ist es gerade ein bisschen doof gelaufen. Ich habe zwar ganz, ganz viele Kommentare abgegeben, aber das Thema ist erstmal auf Eis gelegt. Ne? Also es kann sein, dass da was kommt. Na und ja. Mhm. Ne? Aber wir können euch sagen, es gibt auf jeden Fall dieses Jahr ein paar mehr Projekte mit Steffi zusammen. Ne? Wir müssen viele Videos agieren und einen kleinen, einen großen, ne? Also ich denke, da wird ein bisschen was kommen dieses Jahr. Ne? Terrassenbrett müssen wir mal gucken, ne? Ja, schon. So. Du guckst. So, jetzt Stefan Klein. Ernsthaft, du kaufst ein Produkt bei Amazon für 20 Euro, welches beim Hersteller mehr als das Dreifache kostet und erwartest dann auch noch das Original, dass es das Original ist. Merkst du selber, oder? Gescheites Werkzeug kauft man im Fachhandel und unterstützt damit auch einen lokalen Handel. So, da hast du es. Ich habe nämlich ein Produkt gekauft, was wahrscheinlich ein Fake-Produkt war bei Amazon. Ich ach so. Kurz die Schritte. Wenn nicht, dass du morgen krank bist. Mensch. Darf nicht krank werden, meine Mitarbeiterin. Noch. Meine erste und einzige Mitarbeiterin. Ja, mach die um. Machen Sie für ein Popo was holen? Nee. Für eine Blasenentzündung. Nein. Und, naja, wenn dir kalt ist, ne? Und wir rücken mal näher zusammen. Du musst mal auch zu mir kommen, damit das aussieht, als ob das so soll. Nee, auf jeden Fall, es war so, ich hatte ein kleines ein Werkzeug gekauft bei Amazon. Ja, welches denn? Willst du es jetzt sehen? Nee, sag's einfach nur. Damit kannst du Schrauben auf links aufdrehen. Das heißt, wenn du einen Schraubenkopf aufnudelst, den du nicht mehr öffnen kannst, dann hast du so ein Tool, dann kannst du nach links, dann geht das so raus. Ne? Mhm. Und das hat sich dieses Tool, dieser Fräser, dieser Bohrer, der hat sich das Material ist für mich abgenudelt, wo ich den benutzen wollte, was eigentlich gar nicht sein darf. Oh, okay. So, und es ist so, wie geht's dir, wenn du bei Amazon was kaufst? Also ich kaufe zu 90% alles bei Amazon. Du auch? Wir viel auch, ja. Viel, nicht, ne? Aber nicht 90%. Okay. Außer Lebensmittel im Konsum. Nein, das stimmt nicht. Aber ziemlich oft. Und guckst du da auch nach Rabatten? Wenn du was siehst, was günstig ist, dann schlägst du doch zu, oder?
Weil er meinte ja jetzt hier, dreifach zu teuer. Ich dachte, wow, geil, kaufst du einfach. Ich lasse mich da nicht abschrecken. Also natürlich kaufe ich jetzt keinen Fernseher habe. Für 50. Oh nein! Oh Mann. Ich war das nicht, es war der Win. Ja, es ist jetzt mein erstes Fake-Produkt, was ich hatte. Ich habe mal, das Einzige, was ich gelernt habe, ist, kaufst du günstig, kaufst du 10-mal oder so. Oder? 10-mal? Nee, kaufst du doppelt, ne? Kaufst du doppelt, genau. Oder kaufst du billig, kaufst dreifach ist natürlich, okay. Mhm. Aber ja, kaufst du günstig, kaufst du doppelt, das ist, glaube ich, auch so ein Spruch, ne? Oh, warte mal. Und, ja, man lässt sich verleiten. Ich glaube, das ist normal. Das macht jeder. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Ich glaube, das ist normal, wenn man das sieht und denkt, oh, das könnte gut funktionieren. Und manchmal hat man ja auch Glück. Das ist ja auch ganz oft die Frage, dass nicht unbedingt alles, was teuer ist, auch besser ist. Das ist ja auch oft. Hast du grüne Augen? Sag mal, hast du blaue Augen? Sag mal, arbeiten wir seit anderthalb Jahren zusammen? Ich gucke mal woanders hin. Das hat doch schon einmal jemand in... Na, Quatsch. Ey. Siehst du, und das meine ich. Und dann wurde ich in die Hände geschlagen. Kriegt. Oh ja, oh, oh. Oh. Oh, ist die gut. Oh, mach weiter. Nein, ich kraule das zu sehr. Hätte gerne, dass ich... Nein, die kraule dich doch nicht. Aber. Er hätte gerne... Wo weißt du denn das? Ja, hast du davon gesagt. Nächste Frage. Bahn... Oh, ich kann das Kannst nicht lesen. Du nicht arbeiten? Lies mal bitte. Boah, ich? Was? Das hatten wir doch schon mal. Banomenia HD, doch hab ich vorhin. Banomenia HD, wie bist du eigentlich auf den Namen Mr. Handwerk gekommen? Da habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß es. Echt? Ja, das habe ich am Anfang vorhin... Wo ist denn die... Ach so. Ja, da hast du... Ja, nee. Ist ja egal, bin ich einfach weitergerutscht. Ganz einfach, den Namen habe ich nicht erfunden, hat mein Bruder David erfunden. David, ne? Genau. Der hat das erfunden und ist einfach so spontan mal abends auf der Couch entstanden. War das auf der Couch? Sonntags, glaube ich, da haben wir Pizza bestellt und echt? Da hat ihr schon einen YouTube-Kanal. Ja, wir haben jeden Sonntag immer traditionell Pizza bestellt. Da kam immer zu mir, immer Pizza gefuttert. Und echt jeden Sonntag? Eieieiei. Ja, als ob du keine Pizza isst. Oh doch, ich liebe Pizza, aber jeden Sonntag, ist dann, glaube ich, schon zu. Nee, wir haben immer so traditionell, also ich habe... Na, ist okay. Käse, ja. Nee, was habe ich bestellt? Käsepizza? Nee, wie nennt das? Käsebrot? Nee. Ach, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann bestellt, dann hatte ich ja den YouTube-Kanal und anfangs hatte ich... Pizza bestellt Käsebrot? Nee, ist egal. Und anfangs hatte ich halt so ein paar Videos hochgedreht und sehr, sehr mit Auto zu tun gehabt, aber alles eigentlich rund um das Thema Handwerk. Mhm. Und dann hat mein Bruder gesagt, dein Kanal, ich weiß gar nicht, wie der hieß anfangs. Und dann meinte er zu mir, du brauchst einen richtigen Namen. Und dann meinte er so, du bist... Weißt du nicht mehr, wie der hieß, nee, wenn du schon einen Kanal hattest? Der ganz erste Name, nein, weißt du weiß nicht mehr? Ich nicht mehr. Sag mal, Schluss hier. So was merkt man sich doch, den Nein. ersten Namen. Du weißt doch, wie vergesslich ich bin. Oh Gott, ja, der hat Kopf wie Sieb. Ganz schlimm. Hat du Kopf wie Sieb, musst du aufschreiben. Naja, so ist das auf jeden Fall entstanden. Ne? So, und jetzt kommen wir zur ersten Frage, beziehungsweise letzten Frage. Ist es schon die letzte? Juhu. Das ist die letzte, ne? Papas Kreativwerkstatt. Habe ich schon ganz oft gelesen. Mhm. Geniales Video, ihr zwei. Nee, Punkt. Warte mal kurz. Mhm. Geniales Video, Punkt. Ihr zwei kommt authentisch rüber. Okay. Ich habe auch anfangs nicht gewusst. Punkt. Steffis Freundin, ja oder nein. Aber wenn auch, okay. Aber wenn auch, okay. Gut, ihr macht gemeinsam Videos. Es passt auf jeden Fall. Punkt. Mhm. Witzig. Wird selber über einen längeren Zeitraum nicht langweilig. Ich brauche kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, gab es die Frage denn schon? Nee, es ist eine ähnliche Frage. Ich brauche kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr. Mhm. Es gibt ja euch. Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann ein ähnliches Kommentar wie vorhin schon. Ja. Mit diesen tausendmal besser als im TV. Nur die Frage, Steffis Freundin ja oder nein? Nein. Und, oh Mensch, ich wollte das ein bisschen... Ja, das ist Schnitt. Nee, ich wollte das ein bisschen so machen, dass die Leute so Trommelwirbel und so ein Zeug. Trommelwirbel. Boah, ey, die nimmt sie mir alles raus. Ja, aber das haben wir schon. Nein, sie ist nicht meine Freundin, sie ist meine Frau. Was? Du hast so ein Knall, ey. Bist du eigentlich doof oder so? Also, nein. Ja. Die haben wir Box aber auch mich. Schon. Die haben, oh. Ja, seht ihr? Box mich. Sagt er, das sagt, ne? Schlag mich, box mich. Schlag los, nochmal. Du stehst doch drauf. Nein.
Nicht meine Freundin, ganz klar. Ne? Haben wir aber auch schon oft Ja, aber es gibt ja immer neue Abonnenten und wollen das halt wissen. Ne? Wir verstehen uns auf einer guten Basis in allen Lebenslagen. Basis. Auf einer Welle. Auf einer guten Basis. Ja, wir sind gute Freunde, ne? Yo, Bro. Haben wir nicht immer am Anfang Yo, Bro gemacht? Und da hat sich doch Dings Aua, hier... Sag mal. Seht ihr doch, Mimi. Ich mach hier so ein bisschen... Ah! Ah! Alter! Schluss jetzt, Fräulein. Vielleicht springt sie mich an, wenn die Kamera aus ist. Okay, was bist denn du heute drauf? Oh, sag mal, die schlägt wie ein Kerl, ne? Mach nochmal. Mach mal doll. Wie gerade... Habt ihr gehört? Nochmal? Nee, seht ihr, der Bettel da drauf? Nein, oh, das tut's weh. Oh. Auf, Schluss, aus. So, nicht meine Freundin und Schluss, fertig, aus. Also so. Schon ganz mit den neuen Abonnenten, genau. Uns wird langsam kalt. Ich glaube, wir machen Schluss, ne? Was, echt, so schnell? Ja, wir sind ja durch jetzt. Ich hoffe, euch hat dieses Frage-Antworten-Video gefallen oder wir kommentieren Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, ganz, ganz wichtig. Schreibt ganz, ganz viele Kommentare hin, was ihr wissen möchtet. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an Steffi oder meiner Wenigkeit. Vielleicht habt ihr Projektvorschläge. Lasst es uns wissen. Mhm. Und mal gucken, vielleicht gibt es da nochmal so ein Format. Ne? Ja. Jetzt auf jeden Fall Spaß. Gelabert ist mal schnell, ne? Ja. Unsere Pause ist, unsere Kaffeepause jetzt vorbei. Genau, wir müssen weiterarbeiten. Ja, bevor ich geopfert. Bis nächstes Mal. Ciao. Komm.